Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil, 38, wird noch in diesem Jahr heiraten. Ihr Vater Michael Weber zeigt sich von der Verlobungsverkündigung wenig begeistert. Nach der Trennung von Adel Tawil 2014, gab es lange Zeit keinen Mann mehr an Jasmins Seite. Nachdem sie 2019 die Babybombe platzen ließ und sich zunächst nicht sicher gewesen ist, wer der Vater des Kleinen sei, gab sie einige Monate später bekannt, der Vater ist eindeutig mit Kadem, dem Vater von Ocean, bin ich nicht zusammen, aber wir haben eine gute Basis. Er kümmert sich um den Kleinen und unterstützt mich. Diese Basis scheint sich nun verfestigt zu haben, denn wie der Ex-GZSZ-Star mitteilte, hat sie sich mit Oceans Vater Kadem verlobt. Über Instagram teilte sie Folgendes mit ihren Fans: Jasmin lebte eine Zeit lang, dort verliebte sie sich, wurde schwanger, bekam einen kleinen Sohn. Doch die Zeiten auf Hawaii waren für Jasmin Tawil nicht. Sie entschloss sich, nach Deutschland zurückzukehren und sich in Brandenburg mit ihrem Sohn niederzulassen. Eine Frage stellen sich die Fans aber nun doch: Wird Jasmin wieder auswandern? Oder wird Oceans Vater nach Deutschland reisen, um für die kleine Familie da zu sein? Ein User schreibt: Kommt er dann nach Deutschland oder gehst du wieder zurück? Einige User spekulieren auch, ob Jasmin bereits wieder zurück nach Hawaii und ausgewandert ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Ex-GZSZ-Star nun zurückziehen wird oder ihre Fans an der Hochzeit teilhaben. Nun meldete sich auch ihr eigener Vater zur Verlobungsnews zu Wort. Ich bin über diese Nachricht schockiert, so Michael Weber gegenüber D. Er hält die schnelle Hochzeit für keine gute Idee. Sie hat gerade erst ihre erste Ehe verarbeitet und jetzt will sie sich in eine zweite stürzen. Es ist typisch für meine Tochter, dass sie sich Hals über Kopf in eine solche Beziehung hineinsteigt. 3 Jahre war Jasmin Tawil mit Sänger Adel Tawil verheiratet. Beide waren 13 Jahre ein Paar. Laut Informationen ihres Vaters, soll sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin bereits in Südamerika aufhalten.